Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute PlayStation 2 Spiel und zwar das hier. Endgame. Ist das von einem Film oder von einer Serie irgendwie? Kommt mir dieses Logo bekannt vor, aber das Spiel, ich habe es noch nie gespielt, liegt auch schon eine Weile bei mir rum und ja, es wird Zeit, sich das Ganze mal anzuschauen. Um was geht's denn hier? Lightgun Action in einer neuen Dimension. Ich hoffe nicht, dass ich eine Lightgun benötige. Aber das Mädchen, es sieht so aus, als wäre das wirklich von dem Film oder so. Weiß ich nicht. Was steht da? Das Ziel von Eurodream Technologics ist fast erreicht. Sehr bald wird eine neue Version ihrer virtuellen Welt veröffentlicht. Eine künstliche Welt, in der sich nahezu die gesamte Bevölkerung regelmäßig aufhält, wird jetzt noch besser, noch schöner als bisher. Doch Eurodream Technologics hat ein ganz anderes Interesse als das Allgemeinwohl. Ja, hätte ich mir denken können. Mit der neuen Software ermöglichen sie sich ungeahnte Kontrolle und Steuerungsmöglichkeiten. Genau das fand ihr Mitarbeiter Tyler heraus. Okay, wer ist Tyler? Weiß ich nicht. Dieses Wissen bedeutet sein Todesurteil. Tyler kann seiner Freundin Jade Cornell gerade noch eine Nachricht hinterlassen, bevor er überwältigt wird. Jade weiß, was sie zu tun hat. Oh, sie wird zur Heldin. Kann man sie irgendwie... Ich kann es schlecht sehen, ist egal. Sie ist bewaffnet und ist zu allem bereit. Über 20 abwechslungsreiche Lightgun-Level. Verzweigte Story. Spielverlauf hängt vom Können des Spielers ab. Oh nein, das wird ja für mich nicht werden. Packende Story mit Kinoatmosphäre. Kompatibel mit G-Con 2 oder G-Con 45 Lightguns. Ich hoffe, es ist nicht erforderlich. Hervorragende Gegner-Key oder KI. Finde ich nicht gut. Viele versteckte Features und zahlreiche Bonus-Games. Ja gut, die Bilder sagen jetzt nicht allzu viel aus. Ja, 2002 nehme ich an. Okay, Endgame. Langweilige Dist irgendwie. Wie ist das Mädel nochmal? Jade Cornell. Ja gut, willst du wieder rauskommen, Handbuch? Danke. So. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall schon mal wieder nicht allzu viele Seiten. Aber sehr viel Text. Leitartikel. Oh. Na, könnt ihr euch wieder durchlesen. Kann man es lesen? Ich hoffe doch. Wie gesagt, wenn ihr was lesen wollt, Pause drücken und gut ist. Ich habe meine Kamera jetzt überhaupt nicht geschlagen. Nee, nie. Ich bin gegen Gewalt, gegen Kameras. Bin ich in einem Verein dafür. Was ist das alles? Ich möchte das nicht alles lesen. Wie gesagt, ich hoffe, die Story wird man im Spiel dann noch zu sehen kriegen. Sonst wäre es Schwachsinn. Pause nachladen, schießen, schießen, nachladen, schießen. Was? Wir haben dreimal schießen. Mit L1, mit X oder mit Dreieck. Mit den drei Tasten können wir schießen, das hier. Oh ne, da unten gleich nochmal. R1. Warum kann man mit jeder Taste schießen? Das ist ein bisschen komisch. Oh ja, die Lightguns, die wir nicht haben. Oh, so wird das. Oh, das ist interessant. Ich hatte halt nie eine Lightgun. Ist ein bisschen schade. Das ist schon irgendwie cool. Aber würde mit den heutigen Fernsehern vermutlich wieder nicht mehr funktionieren, oder? Nehme ich jetzt mal an. Man weiß nicht. Was haben wir hier noch? Gemeinsame Verwendung, bla bla bla. Spielstart, ja. Gun-Kalibrierung. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das nicht tun muss. Nee, es wird dann wohl noch mit einem normalen Controller funktionieren, hoffe ich doch. Ansonsten, ne? Super Joe, Jupiter, Optionen, Extras, bla bla bla. Okay. Spielbildschirm. Verbleibende Leben, Timer, Optionen. Bitte lass mich das ohne Lightgun spielen können. Ja, Kalibrierung, Controller-Modus. Oh nein, ich habe so das Gefühl. Das werde ich nicht spielen können. Aber es wäre ja ein Witz, oder? Ja, da kommt nicht mehr viel. Kompatibel, aber nicht erforderlich. Steht da? Ja, Scharfstellen. Kompatibel mit Analogsteuerung, nur Analogsticks. Controller, wahlweise. Sollte aber funktionieren, oder? Ich hoffe doch sehr, ansonsten bin ich enttäuscht. Ja. Ich hoffe, ich kann das spielen. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde jetzt alles vorbereiten, um das aufzunehmen. Und ich würde sagen, legen wir los mit Endgame für die PlayStation 2.
Oh, ich muss. Oh, pass auf. Ich muss auf das Ding zielen, um zu bestätigen. Das ist immer was Neues. Aber scheinbar funktioniert das Ganze ohne Lightgun. Und das ist doch schon mal etwas, womit ich arbeiten kann. Wir hatten sehr viele Tasten zum Schießen. Ich schaue gerade nochmal nach. X, Dreieck, L1, R1. Mit dem kann ich schießen, das ist gut. Okay, ich denke, wir werden da ziemlich schnell durch sein mit dem ersten Eindruck, weil, ne, ein Lightgun-Spiel. Es kann nicht so außergewöhnlich cool sein. Wobei, wir werden sehen. Okay, rote Haare, roter Anzug, rote Wohnung. Hi, Jade Cornell. Hello? Hello? TV. Are you tired of the same old fantasies? With the Virtual World Tomorrow update, the fantasy is reality. Coming to a VR unit near you, August 14th, 2020. Eurodream Technologies. Your dream is our dream. News Channel. Abelard Huxley of Eurodream. Shares in the company rocketed once again today with the global launch of Virtual World Tomorrow only 2 days away. Off. Game. Retro folder. Mighty Joe Jupiter. Mighty Joe Jupiter! Spiel spielt quasi im letzten Jahr, 2020. Aber da hatten wir ganz andere Probleme als irgendeine virtuelle Realität, kann ich euch sagen. Okay, Start drücken. Endgame spielen, Super Joe Jupiter wählen, Optionsmenü und irgendwas. Wir spielen einfach mal, okay? Ich meine, was denn jetzt? Answer. Hey, Tyler. Jade, get out! They're coming for you. Whoa, They're whoa, coming for me Tyler, too, but slow you've got down. time to. Who's coming? No time. There's a gun behind your fridge. Find it and get it. Tyler! Tyler! Kill the girl. Okay, Spiel beginnt scheinbar. Okay, nochmals kann ich machen. Nachladen, schießen. Ne, und wird mir jetzt das gezeigt? Moment mal. Pause, dass das klappt. Kann ich jetzt irgendwas auswählen? Nö. Was kann ich jetzt machen? Moment, wie kann ich nochmal schießen mit X? Ja, wie kann ich jetzt aufstehen? Hä? So kann ich auch. Okay, mit Kreis kann ich aufstehen. Pass auf. Boom! Ich sagte Boom. Habe ich ihn nicht getroffen? Weg mit dir. Lebt er noch da? Nee, der lebt nicht mehr. Zeig dich, Arschloch. Boom! Boom, 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 boom! Nachladen, irgendwie. Ich habe scheinbar nachgeladen. Und Feuer! Und Feuer! So, und hochgehen und Feuer! Ja, gut, Lightgun-Action, ne? Oh Gott, da steht einer. Ich habe keine Zeit mehr! Muss mich auch noch beeilen? Da muss ich mich auch noch beeilen. Zeig dich, Arschloch. Ja, steh auf. Was ich. Okay. Zeitende. Oh, spaßige Sache. Ich kann mir nicht mal Zeit lassen. Ah, ist ja gut. Zeitdruck bei so einem Spiel. Das ist nicht unbedingt etwas, was man haben möchte. Jetzt bin ich da komplett raus. Ja gut, ich habe noch nichts geschafft. Ich meine, ich gebe es ja zu. Kann ich es überspringen? Ich hoffe doch. Okay, nochmal. Ich muss schnell sein, scheinbar. Das wurde mir natürlich auch nicht gesagt. Ne? Jetzt habe ich schon vergessen, wie ich aufstehe. Mit Kreis, glaube ich, oder? So. Okay, los geht's.
Boom. Boom. Würdest du bitte nachladen? Verzeihung. So, weg mit dir. Au, was? Ich wurde getroffen. So, nachladen. Nachladen, habe ich gesagt. Schön in die Mittelpartie. Nein! Weg mit dir. Und weg mit dir. Zeig dich, Arschloch. Hallo? Ich habe keine Zeit. Da ist noch einer. Und da, ja. Der ist extrem gut in Deckung, nicht wahr? Warum lebst du noch eigentlich? Können wir mal darüber reden? Wow. Das für eine Matrix-Rolle hier. Nachladen. Deckung gehen, hochgehen und... Hallo? Komm hoch. Wow, was? Alter, bin ich jetzt tot, oder? Nee. Ich habe überlebt. Und ja, da das Spiel ein Lightgun-Shooter ist, denke ich mal, haben wir das ganze Spiel gesehen. Jetzt mal im Ernst. Viel mehr wird nicht passieren. Wie gesagt, mit einer Lightgun, ihr könnt nachladen, schießen, zielen. Das war's, ne? Ich meine ja nur. So. Irgendwann ist es interessant, aber... Ich kann nicht mal aus der Deckung schießen, obwohl ich ihn sehen würde. Das ist auch ein bisschen... seltsam. So. Den da... Wow, wo kommst du her? Zeig dich, Arschloch. Ha! Warum? Das war ein anderer, okay. Kann ich nachladen irgendwie? Nee. Nicht so richtig. Oh nein! Was? Ich hab... den Gelben irgendwie abgeknallt und bekam ich irgendwie mehr Zeit. Seht, den kann ich jetzt nicht treffen, der da am Boden liegt. Obwohl ich ihn sehen würde aus meiner Deckung. Und er mich auch. Er da muss weg. Oh, minus 5 Sekunden. Achso, das sind Zivilisten scheinbar. Na, was? Oh nein, was? Zeigt euch doch mal da hinten. Er kommt nicht aus seiner Deckung raus. Oh, wie dumm ist denn das? Der kam nicht aus seiner Deckung. Ich habe gesehen, so, ja cool, ich habe keine Zeit mehr. Und dann, ja, ne. Oh mein Gott. Ja, jetzt muss ich wieder von vorne beginnen, oder was? Das ist ja ein Haupt... Ja, nee, klar, ne. Ja, ja, komm. Warum muss ich jetzt wieder von vorne beginnen? Ich meine, das Spiel macht das, was es soll, aber... Warum? Habe ich überhaupt Energie oder so? Muss ich darauf achten? Vermutlich nicht. Ja, komm jetzt. So, hochgehen, zack, tot, zack, tot. Zack, tot. Zeig dich. Tot. 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 Bleib einfach mal oben. Na, wie wäre das denn? Außer wenn ich nachladen muss. Ne? Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Seht ihr das? Als ob ich das gelernt hätte. Na gut, das war jetzt nicht gerade gut, aber... So geht das. So, hab ich's? Ne, da, oh, da kommt der Olle mit seiner Rolle. Seine Matrix-Rolle da. Zeig dich. Es kommt noch die Olle da. Nein! Warum? Ach Gott. Das war's jetzt wieder, oder? Ja. Kannst du den überspringen? Ja, kann ich. Ja, ich muss gar nicht wirklich aufpassen. Ich muss einfach schießen. Ich muss einfach alles erschießen, was ich sehe. Ich meine, ja. Oh, man spielt nicht so lange, wie der Ladescreen dann schlussendlich dauert. Das ist ein bisschen ein Problem.
Okay, pass auf. Nein. Oh nein, komm schon. Lad nach, danke. So, der da hinterm Schild. Oh, wow, ich habe irgendwas in die Luft gejagt. Zeig's doch mal. Kann ich nachladen irgendwie? Nee, klappt nicht. Okay, den gelben Typen da, den lasse ich jetzt in Ruhe, ne? Verzeihung? Das war scheinbar ein Zivilist. Verpiss dich mal. Ja, in weniger Zeit, das ist nicht cool. Zeig dich. Du zeig dich jetzt mal da hinten. Der rote Typ da, den lasse ich auch in Ruhe. Hallo? Zeig dich mal. Alter, ist das dumm. So, weg mit dir. Immer schön Dubletten abgeben hier. Ganda! Warum trifft mich immer die Olle da? Nur mal so. Ich kann noch dreimal getroffen werden, scheinbar. Nein! Sobald das Rot aufleuchtet, kann ich mich nicht mehr bewegen, dann ist es schon zu spät. So, der da muss weg. Und noch der da. Waren es alle? Ich glaube ja. Yeah, wir sind weiter. Wuhu! Aber wenn ich jetzt nochmal verkacke, muss ich wieder von vorne beginnen, nehme ich an. Das ist jetzt nicht so spaßig. Ehrlich gesagt. Ah, ja. Ja, wir haben alles gesehen scheinbar. Na komm schon. Warum zeigt er sich nicht? So, geht doch. Warum hab ich jetzt kaum jetzt... Wow, warum hab ich jetzt kaum jetzt... Hallo? Mann, du aller Idiot. Stirb. Geh wieder ein bisschen runter und da vorne war noch einer. Wo ist er? Ja, die Zeit läuft, aber ich hab's doch schon. Runter da! Ja, verpiss dich, du Idiot. Oh nein! Oh, das war eng. Oh, komm schon. Ja, das sind so viele. Oh, es ist so dumm. Es ist so dumm. Man sieht die Gegner, aber die zeigen sich dann Ewigkeiten nicht und so. Es ist dumm. Muss ich jetzt wirklich nochmal von vorne beginnen? Wenn ja, dann nee. Keine Lust mehr. Wir testen's kurz, ja. Das angeschossen. Ja, nee, 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 nee. Warum? Man muss immer wieder von vorne beginnen? Ich meine, es braucht ja eine Schwierigkeit. Aber, dass die Zeit dann die Schwierigkeit ist und nicht der von wegen, du darfst nicht getroffen werden, das ist ein bisschen dumm. Zum Verlassen, Schusstaste halten und drücken. So. Wir sehen uns jetzt noch an, was das zweite da ist. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir es bereits gesehen. Jetzt mal im Ernst. Hier, das da. Super Joe Jupiter spielen. Was ist das? Mighty Joe Jupiter. Mighty Joe Jupiter! Habe ich doch gerade gesagt. Episodenwahl, Training, Highschool. Ich meine, mehr als schießen können wir nicht machen, theoretisch. Deswegen suchen wir Kapitel 1. Episode 1. The Pluto Base Cedar 3 has been invaded. The evil alien king Yik-Kik-Kik-Kik plans to steal Professor King's deadly prototype cannon and use it to destroy the Earth. Only one man can save humanity from certain destruction. Mighty Joe Jupiter. Wer?
Ick. I of you peace, little green man. A beast of mighty power! Oh, na, was? Kann ich jetzt irgendwie zielen oder so? Ich lade irgendwie auch nach, wenn ich in Deckung gehe. Ist einfach nur ein Minispiel oder so, ne? Zeigung! Habt ihr das gehört, dieses... Ich glaube, das ist auch ein bekanntes Soundfile irgendwo. Ach komm, warum trifft er mich immer, der Grüne? Oder der Rote, besser gesagt. Was, ich bin tot, oder? Nee, bin ich noch nicht, aber bald scheinbar. Das Leben ist aus. Oder bei Null. Ja, gut, ne? Einmal darüber. Wow. Ich komme hoch und direkt getroffen. Ich habe den Kerl nicht mal gesehen. Ja gut, was zum... Ja, einen Amboss hinterher, klar. Und einen Büroschrank. Und ein... Na klar, noch ein Flügel. Ja, und das Tonnengewicht. Sind wir hier bei Looney Tunes oder was? Game over. Ja, ach was. Was, warum? Was? Ich meine, ich find's gerade witzig, diese Todesszene da, aber was zum Fick soll das eigentlich? Wir versuchen's nochmal und dann lassen wir es gut sein. Okay, wie heißt der Kerl? Yik-Yik-Yik-Yik! Ja, ist klar, ne? Yik-Yik-Yik-Yik! Da ist mal der Name des Bösen, wenn ich einen gehört habe. Ja, ist gut jetzt. Nein, ich kann mein Fadenkreuz positionieren und dann aus der Deckung hochkommen. Ich meine, das geht ja, aber ist das Ziel der Sache? Nein, der trifft mich immer, dieser Idiot. Nur mal so. Ist doch bescheuert. Kann mich die anderen auch treffen? Okay, der Typ da. Der hat mich beim letzten Mal erwischt. Hallo? Der da. Ha! Ich lebe ein bisschen länger. Ich kann in der Deckung aber auch nicht getroffen werden, oder? Oh, jetzt habe ich gerade die Tasten verwechselt. Kann ja mal passieren, nicht wahr? Ja, ich... Willst du denn bitte mal treffen? Danke, und dann noch... Das sind so viele! Aber ich... Ja, halt jetzt die Klappe, Mensch! Mighty Joe Jupiter saved the professor's daughter Andromeda, but failed in his mission to stop the evil alien king stealing the prototype tridimensional quark displacer. Does Joe have time to catch the evil Scourge spacecraft in his trusty ship, the Jupiter One? Find out in the next exciting episode. Der Typ redet verdammt schnell. Können wir mal darüber reden? Oh Mann. Aber haben wir jetzt... Was? Ich war zu langsam oder wie? Oh mein Gott. Halt die Klappe. Was? Ich war zu langsam? Ja, da stand irgendwas. Aber ich... Es ging mir zu schnell, als dass ich da nachlesen konnte. Ja, haltet sie... Oh Gott. Ich war wirklich zu langsam? Ja, ich will nicht sagen, dass ich schnell war, aber... Mein ja nur. Ja, sollte so ein roter Typ auftaucht, ne, dann muss ich ein bisschen in Deckung gehen. So, ja, weil der schießt direkt und trifft. Warum tanzen die ja nicht so bescheuert? Ist mir vorhin wirklich Zeit ausgegangen? Ne? 40 Sekunden. Die roten Typen, ja, sobald die kommen, immer in Deckung gehen. So, dann schießt er da und dann... Oh Gott! Was ist das eigentlich da unten? Ja, Recharge!
Oh mein Gott, halt die Klappe jetzt. Der da. Der da. Warum stirbt er nicht? Wie gescheitert? Wie das geht mir viel zu schnell? Was habe ich nicht geschafft? Ich habe irgendwas geschafft. Ich habe irgendwann getötet, den ich nicht sollte, oder? Aber wen? Ja, halt die Klappe jetzt. Noch ein letztes Mal, komm, ein letztes Mal. Oh Mann, kann der bitte nicht so schnell labern? Jetzt mal im Ernst. Das hätte mir ein bisschen helfen. Ja, ich habe bestimmt irgendjemanden getötet, den ich nicht hätte töten dürfen. Verzeihung. Den letzten, den ich getötet habe, ich nehme an, der war es, aber... Oh, der rote Typ da. So, tot. Ihr tanzen Idioten da. Ja, ich erreiche nicht mal Level 2, was soll denn das? Nein! Okay, du guter Idiot. Hier darf ich irgendjemanden... Nee, noch nicht hier. Vielleicht darf ich jemanden nicht töten. So. Aber wen? Wen? Nein. Den da darf ich auch töten, den auch. Den da. Sayo? Jetzt lass uns mal den ultimativen Typen da in Ruhe. Nee, schnell muss ich ihn auch töten. Und nun? Den auch noch? Mighty Joe Jupiter saved the professor's daughter Andromeda, but failed in his mission. Hä? The evil alien king stealing the prototype tridimensional quark displacer. Does Joe have time to catch the evil Scourge spacecraft in his trusty ship, the Jupiter? Was ich? Find out in the next exciting episode. Was? Ich verstehe es nicht. Scheinbar mache ich irgendwas falsch, aber ich weiß nicht was. Weiß eigentlich nicht was, weil ich kann das andere nicht auswählen. Naja, das war ein Light Shooter, ne? Training und Highscore, nee. Ja, es war scheinbar ein Lightgun-Spiel. Mit dem Namen Endgame. Leute, das war's für heute mit Game zum Montag. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!